Willkommen zurück bei Ace Attorney Phoenix Wright Trials and Tribulations. Es ist richtig, also es ist was los, Mats. Wir waren gerade zu dritt in dieser kleinen Kammer. Ja. Und zwar mit Franziska von Kammer, die uns hier hinterher tingelt, was super ist und uns ständig peitscht. unsere amerikanische Kultur missversteht. Natürlich. Und wir haben aber auch gerade Godot getroffen, der immer noch sehr sauer auf uns ist und uns nie vergeben wird dafür, dass wir schuld sind an Mias Tod. Er wird uns nie akzeptieren, hat er gesagt. Ob und er wird vergibt, uns nie akzeptieren. Weiß ich nicht. Genau. Vielleicht vergibt er uns, aber akzeptiert uns und nicht. Und wir denken, dass dass Maya hier hinter ist, hinter diesem Schloss, das ja sehr aussieht wie eines der Psi-Schlösser, die wir mit dem Magatama normalerweise lösen. Und jetzt versuchen wir mal, hier voranzukommen. Ja, ich wollte gerade sagen, es geht schneller, all die Dinge zu erklären, die nicht passiert sind. Ja, es fehlt noch einiges. Was ist das hier? Das habe ich gerade noch gesehen. Sieh dir bloß einmal diese hauchdünnen Matratzen an. Matratzen? Entschuldige, Phoenix Wright. Hauchdünn? Ja, du weißt schon, eben richtig dünn. Oder anders ausgedrückt, sehr unbequem. So beschreiben wir Dinge wie diese Matratzen. Wir Amerikaner tun das. Was geht denn da jetzt schon wieder verloren? Hä? In Deutschland sagt man wohl eher hauchdick oder sowas in der Art. Ja, ich bin auf Ihre Antwort gespannt. Ja, überhaupt. Ich bin auf die Richtung gespannt. Nicht zu diesen Matratzen, ganz bestimmt nicht. Ja, das war schon. Okay. Wir ignorieren das. Ich dachte, das ist irgendwas Wichtiges. Das ist eine antike Kommode. Wag dich ja nicht, sie zu öffnen, Phoenix Wright. Wag dich ja nicht? Wag es ja nicht, sie zu öffnen. Wag dich. Ja, das kann man auch so sagen. Aber in Deutschland sagt man bestimmt es so. Jetzt weiß ich, wie sich Maya immer fühlt, wenn ich ihr verbiete, etwas anzufassen. Wie schade, nur alte Klamotten für die Akolyten. Ich dachte, wir öffnen sie nicht. Ich bin von der Staatsanwaltschaft, ich kann alles. Mhm. Freibrief. Ja, du kannst alles außer einem 9-jährigen Mädchen Paroli bieten. Wir sind keine 3 Minuten in der Folge und das ist also. Uff. Hätte er das mal laut gesagt. Aber da hat er Angst vor der Peitsche. Hat er bestimmt gespürt, dass das so. Genau, wow. Sie hätte trotzdem peitschen sollen. Okay, dann sind wir hier durch. Ja, doof, ne? Hast du dir das Schloss mal angeguckt, Mann? Hab ich? Hab ich doch, oder? Ja, ja. Weiß ich nicht. Ich weiß einfach nicht, soll ich oder lieber nicht? Oh, lieber nicht. Hört sich an, als ob da jemand Selbstgespräche führt. Aber wo kommt das her? Ja, ich sollte das besser wegwischen. Das werde ich tun. Nein, das kann ich doch nicht machen. Ich bin Polizist. Ah, mein Hirn, das macht mich doch ganz verrückt. Au! Irgendein Problem, Gammel? Einfach, dass ich einfach Gammel sagt. Nö, bitte nicht so überraschend von hinten schlagen. Oh mein Gott. Das war doch nur ein Gruß, ein freundlicher Klaps auf die Schulter mit der Peitsche. Wie geht's, Kamschuh? Gerade am Nachdenken? Bist du beschäftigt aus? Denkst du gerade nach? Nö, bitte, woher weißt du das, Junge? Hast du vielleicht gerade überlegt, ob du das jetzt wegwischen sollst? Woher wissen Sie das? Fast hätte ich es vergessen. Sie dürfen nicht durch das kleine Tor da gehen, okay? Meinen Sie, dass auf dem kein Zutritt steht? Ich, bin versehentlich kurz reingeschlichen. Versehentlich? Versucht ihr etwa gerade schlau zu wirken? Hä? Und was ist dahinter, Gammel? So eine Art gartenähnlicher. Garten. Ein Garten. Aber da wird jetzt gerade ermittelt, also halte dich davon fern. Das ist kein Befehl, das ist eine Bitte, Junge. Verstanden? Ist das nicht normalerweise andersherum? Bis später dann. Sehr verdächtig. Mhm. Also, wollen wir uns diesen Garten mal ansehen, Phoenix Wright? Natürlich, was sonst? Ich wüsste zu gerne, was Gamschuh da wegwischen wollte. Ich will noch mal ganz kurz, nur zur Sicherheit. Aber ich meine, ich habe mir das Schloss angeguckt. Ja. Ja, okay. Ist auch okay. Garten. Kannst du von hier? Ja, so rein in den Garten. Oh. Steht da Mats?
Da steht Anav. Maya steht da. Das wäre ja doof, wenn da Maya steht. Hatten wir schon mal, dass irgendwo was steht. Ist das Blut? Das hatten wir schon mal. Hier liegt eine seltsame Stimmung in der Luft. Was ist das bloß? Seltsame Stimmung? Vergiss es. Was ist das für ein komisches Geschreibsel auf der Steinlaterne? Oh, was soll das? Ich hab doch gesagt, dass hier keiner rein darf. Soll ich das wegwischen? Noch nicht gewusst, Gammel. Ein von Karma ist immer da, wo sich ein Hinweis verbirgt. Und hier gibt es jede Menge Hinweise. Ja, aber... Untersuchen erstmal. Finde ich gut. Das ist seltsam. Hier liegt gar kein Schnee auf dem Boden. Mhm. Und es ist ein fast perfektes Rechteck. Kann keine natürliche Ursache haben. Also entweder geschmolzen oder da war was drüber. Aber drüber kann eigentlich nicht. Obwohl, könnte doch sein. Ja, es hat den Anschein, als hätte jemand den Schnee sehr sorgfältig entfernt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Au! Das warst zweifelslos du, nicht wahr? Nein, das war ich nicht. Das war schon so, als meine Männer und ich hier zur Spurensicherung eintrafen. Wenn es nicht die Polizei war, wer dann? War ja noch was, was ich dir sagen wollte. Also nur unter uns dreien, okay? Worum geht's? Ja, also das ist streng vertraulich und die dürfen Sie mal verraten, verstanden? Verstanden. Also, ich bin... Also... Jetzt wird's interessant. Ich bin als King aus der lokalen Ringkampfmeisterschaft geflogen, verstehen Sie? Mhm. Ich war so enttäuscht, dass ich nur meinen Mundschutz nahm und heul nach Hause ging. Mhm. Mann, gab das einen Ärger, als ich ihn auf der Couch liegen gelassen habe. Das war's. Ja, das war's. Au! Wie du das schon gesagt hast, bevor es da stand. Wer auch immer den Schnee weggeräumt hat, muss dafür einen Grund gehabt haben. Komm schon. Obwohl ich nicht die leiseste Ahnung habe, was das für ein Grund sein könnte. Okay. Komm, wir würden uns ablenken. Ja. Was zur Hölle ist das? Oh, du hast gesehen, Junge. Nehmen Sie mich auf den Arm, das kann man doch gar nicht übersehen. Da steht Maya. Ja, bevor Sie fragen, ist mit Blut geschrieben. Du beantwortest jetzt alle unsere Fragen, Gammel, ausnahmslos. Ja, zu Befehl. Okay, das ist hier alles sehr wild. Hier stehen einige Behälter für Wachfeuer rum. Ich schätze, man braucht hier oben in den Bergen so viel Licht wie möglich. Mhm. Ja, also ich habe mir die Dinger da genauer angesehen, Junge. Scheint, als wären sie erst kürzlich angezündet worden. Kürzlich? Wie lange ist das her? Ja, also nicht länger als der Mordabend, ne? Nun, Maya hat ja am Mordabend trainiert. Nicht unwahrscheinlich, dass sie dazu angezündet wurden, schätze ich. Mhm. Da guckt so eine Art Talisman aus dem Schnee. Sieht ganz schön alt aus. Und ein Lederband ist auch dran. Anscheinend gehörte das dem Opfer. Aha. Frau Elise Donin. Aber, ja. Ja, um den Hals der Dame war ein zerrissenes Lederband. Die Enden der beiden Bänder passen genau zusammen. Das bedeutet, dass dieser Talisman definitiv Frau Donin gehörte. Das könnte ein entscheidendes Beweisstück sein. Ja. Corinna, Meister-Talisman zu Gericht, sagt er hinzugefügt. Meister-Talisman? Aus Korain? Die mystische Elise. Was passiert denn, wenn man Elise rückwärts liest? Esile. Ja, bist jetzt schlauer. Esile. Esile. So, Bescheid. Eine kleine Laterne, alles ist schön bepflanzt. Wirklich ein malerischer kleiner Garten. Oh! Wozu ist dieser große Bottich da gut? Oh, das weiß ich. Das ist ein Wasserbottich, richtig? Das ist wie meine Erklärung, warum es heißt, es zieht wie Hechtsuppe. Mhm.
Alles andere ist komplett gefroren. Aber das Eis in diesem Bottich wurde zerbrochen. Das stimmt. Ob das irgendeine Bedeutung für den Fall hat? Tja, also... Ich hab mir vorhin etwas Wasser ins Gesicht geschüttet. Ich war so schläfrig. Au! Wenn du das nächste Mal schläfrig wirst, komm einfach zu mir, kapiert? Okay. Damn. Gut, ich glaube, hier haben wir jetzt alles gesehen. Ja, das sieht gut aus. Dann... So, Gamschuh. Wie geht die Untersuchung des inneren Tempels voran? Ja, also das beste forensische Team der Welt untersucht gerade den Ort. Staubt. Forensisches Team. Und was haben diese Wissenschaftler herausbekommen? Nix. Ja, ja gut. Okay. Nichts. Also wissenschaftlich ausgedrückt ist das Ganze vollkommen steril. Ja. Das beste Team der Welt. Nix. Das ist nicht gut genug, Gammel. Glaubst du kommst so einfach davon? Jo. Naja, also, da gab's ein paar Dinge, die mich auf den ersten Blick gestört haben, ne? Die Steinlaterne und dass um sie herum kein Schnee liegt, richtig? Sah für meinen Geschmack nicht ganz unverdächtig aus, also jetzt wissenschaftlich ausgedrückt, ne? Also habe ich die Jungs aus dem Labor herbestellt. Die Ergebnisse waren... Das ist ehrlich gesagt nicht so einfach zu sagen. Ja, du lieber selber mal einen Blick darauf werfen. Ja, hatten wir schon, danke. Ja. Was Maya angeht. Hat dir Herr Godot schon alles erzählt? Ja, wir haben's gehört. Er hat einen Suchtrupp auf sie angesetzt. Aber auf dieser Seite der Dämmerbrücke hätte sie nirgendwo hingekonnt. Wir können jetzt nur noch auf Herrn Edgeworth warten, ne? Edgeworth? Er eskortiert Iris, die Angeklagte, hierher. Brennen gemeinsam durch. Ja, ist wahr. Da sie als Einzige die Tür zum heiligen Gewölbe öffnen kann, müssen wir wohl warten. Oh, ich glaube, Herr Edgeworth will mit dir auch noch was über was reden, Junge. Hä? Frag mich, was das sein könnte. Aber erwarte lieber keine guten Neuigkeiten, ne? Als ich mit ihm gesprochen habe, hörte er sich furchtbar niedergeschlagen an. Na toll. Maya, und das wurde mit Blut geschrieben? Ja. Und was die ganze Sache noch schlimmer macht, mit dem Blut des Opfers. Okay, jetzt wird's... Könnte ein Problem sein. Warum sollte das Opfer... Frag also, mich halt, wie das Blut hierher kommt. Wenn du es von unten nach oben warum? Liest, könnte es auch Waho sein. Waho? Waho? Es ist Klonoa. Ach so. Nee, dann. Waho! Ich dachte, es ist so ein Wario. Waho! Weißt du? Oder so ein. Naja. Es könnte auch einfach sehr unglücklich abgerutscht sein. Ja. Hier steht auch Oh-Hao. Oder Orov. Oh-Row. Ma. Das kann wieder so ein Ding sein, dass, wenn man das anders, ist es gar nicht, weil das Spiel sagt sehr klar, ey, das heißt Maya. Alle sagen, ja, das heißt Maya. Ja. Und dann denken wir, das ist Maya, aber vielleicht heißt es gar nicht Maya. Vielleicht ist es einfach nur ein Zeichen. Was sagt denn Gamschu noch? Das könnte nämlich auch Mojo heißen. Weil wir sagten, dass das A's sind. Mo. Ja, die Haken an den Buchstaben sagt, dass das A ist. Nee, das musst du auf dem Kopf lesen. Ja, aber dann ist es ja noch mehr ein A. Nee. Nee. Das könnte auch Moped. Ja, wir lassen das. Ja, einfach zwei Buchstaben dazu denken. Ja, und nur weil was fehlt, was nicht da ist, heißt es nicht, dass es da sein könnte. Vielleicht auch nicht Ritter von A. Auch das ist so ein Ding, die hieß nicht Ritter von A, da war einfach nur vorbei. Hä? Das ist Frau Dunims Blut? Ach so. Wir haben noch keine genaue Analyse vor dem können, aber es schmeckt so. Es sieht so aus, Junge. Es ist rot, genau wie es. Man muss mit den oberflächlichsten Sachen... Das ist das beste Forensik-Team der Welt, Junge. Und haben sie rausgefunden? Nix. Das Blut vielleicht. Höchst interessant. Phoenix Wright, ich nehme an, du weißt es, oder? Warum Mayas Name verkehrt herumgeschrieben ist...
Weil Butz auf dem Rücken lag? Dann stört mich auch schon die ganze Zeit, ne? Aber ich habe die Antwort gefunden. Das Ergebnis einer höchst eigenen Ermittlung, ne? Ui. Wirklich, erzähl's uns. Ja nun, am Mordabend stand die Steinlaterne verkehrt herum. Okay. Jedenfalls gibt es nur eine logische Erklärung für dieses Rätsel. Frau Elise Dunim hat diese Buchstaben selbst geschrieben, mit ihrem eigenen Blut. Du machst Witze, das ist unmöglich. Noch auf meine Theorie. Ja, einfach überhaupt nicht drauf eingewöhnt. Den mit Blut geschriebenen Namen und den anderen Hinweisen nachzuschließen, war dieser Garten höchstwahrscheinlich der Ort, an dem Frau Elise Dunim starb. Zumindest ist das jetzt unsere derzeitige Theorie zum Tatergang, Junge. Was? Ja, das war uns ja schon klar, dass das nicht der richtige Tatort sein kann, den wir bisher hatten. Hier wurde Frau Dunim also ermordet? Von welcher Seite man es auch betrachtet, das hier ist der momentane Stand der Dinge. Dann ist das, was Schwester Bikini im Innenhof des Haupttempels gesehen hat. Ja, was hat sie da gesehen? Wenn das nicht der Tatort war, was hat sie dann gesehen? Boah. Ja, was denken Sie, Frau von Gamma? Eine eigene Ermittlung würde uns gewiss die Antwort liefern, oder? Ja, jetzt. Sekunde mal, die blutige Schrift und all die anderen Hinweise hier. Das hätte jemand auch ganz einfach im Nachhinein machen können, richtig? Ja, tut mir leid, aber die Möglichkeit kommt nicht in Betracht, Junge. Warum nicht? Wegen die Steinlaterne andersrum war, dann Australien. Wie schnell du doch vergisst, Phoenix Wright. Warum kommt das nicht? Naja, warum nur? Wegen dem Blut? Wegen des Blutes? Warte mal. Seit dem Mord war dieser vollkommen unzugänglich. Ja gut, stimmt. Ja, schreit doch nicht. Weil die Dämmerbrücke vollständig abgebrannt war. Das ist mir neu. Ich habe die Reparaturen an der Brücke die ganze Zeit beaufsichtigt. Vor mir und meinen Männern ist hier niemand rübergekommen. Was heißt, dass niemand all das Zeug hier hätte platzieren können, Junge? Dazu fällt mir kein Gegenargument ein. Ich wusste es. Ich hätte das Blut gleich bei meiner Ankunft von der Laterne abwischen sollen. Was? Naja, weil er ja Maya schützen möchte. Ja, aber das, also, hallo als Polizist. Schützen möchte. Wenn das hier wirklich der Tatort war, dann muss ich unbedingt herausfinden, was genau Bikini gesehen hat. Wie das Schwert rausgezogen hat. Okay. Ja, Bikini, wir erinnern uns, hat eine Blockade. Und was für eine? Ja. So, also wenn hier der dieser Schnee fehlt, wenn er weggemacht wurde. Wie das aussieht, wie so eine schlecht aufgelöste Erdtextur, ja. 3D-Erdtextur, ja. Ich überlege gerade, also den Schnee hat ja entweder jemand weggemacht, weil geschmolzen wird er nicht sein. Dann wird ihn jemand weggemacht haben, um Spuren zu verwischen, wa? Mit diesem Besen möglicherweise vielleicht. Gut, die Dinger sind abgebrannt. Hier haben wir das. Okay. Mhm. Dann habe ich keine Ahnung. Ja, dann werden wir uns mal zu Bikini? Frau Bikini nochmal bewegen. Und vielleicht fällt uns hier unterwegs auch noch ein, wo Pearls ist. Klingt zumindest nach einem Plan. Mal gucken, erst ob Butz da ist. Achso, du willst erst gucken. Ist gerade da. Hängende Brücke. Bewegen. Haupttor. 9. Februar. Hier ist was neu. Du hast Besuch. Herr Wright. Iris, bin ich froh, Sie zu sehen. Godot hat es geschafft, die Polizei zu mobilisieren, indem er einen Notfall vorgab. Nicht der schon wieder. Vergessen wir ihn. Wir müssen uns beeilen und den Eingang zum Heiligen Gewölbe öffnen. Herr Wright, ich bin schuld, dass dort jemand festsitzt, der Ihnen so wichtig ist. Herr Edgeworth, können wir unsere Unterhaltung später fortsetzen? In Ordnung. Dann also schnell zum inneren Tempel. Bis später, Wright. Schön mit Öl. Warte, Edgeworth, ich komm mit. Oh, tut mir leid, Wright.
Das kann ich nicht zulassen. Was? Ich bin nur äußerst ungern derjenige, von dem du es erfährst, aber Maya Fey befindet sich in einer äußerst delikaten Situation. Was meinst du mit delikater Situation? Wenn jetzt noch eine Bombe ins Spiel kommt. Das hier ist kein einfaches Rettungsunternehmen, Wright. Wir ermitteln hier. Deswegen können wir nicht zulassen, dass sich dort Unbefugte einmischen. Ach, komm schon, Edgeworth. Wenn irgendetwas passiert, bist du der Erste, der es erfährt. Bitte versteh das, Wright. Aber es geht um Maya, Herr Wright. Es zählt doch nur, dass die mystische Maya gerettet wird, oder? Ich höre zur Abwechslung einmal auf die Stimme der Vernunft, Phoenix Wright. Betrachte von jetzt ab einfach alles jenseits der Dämmerbrücke als Sperrgebiet. Wir müssen jetzt gehen, entschuldige uns. Okay, gut, dass wir nochmal drüben waren. Jetzt ist nicht die Zeit, blöd in der Gegend herumzustehen, Phoenix Wright. Gibt es nicht andere Dinge, die deine Aufmerksamkeit verlangen? Hm, sie hat recht. Danke fürs Erinnern. Damn. Das Drama. Damn indeed. Hasakura, ja. Haupthalle. Wir wollten doch nur ermitteln. Doch nur in Ruhe ermitteln. Schwester Bikini sieht aus, als wäre sie seit unserem letzten Treffen geschrumpft. Sei gefälligst nicht so unhöflich, Phoenix Wright. Stimmt etwas nicht, Schwester Bikini? Na, oh, welche Überraschung. Hallo ihr beiden, wie geht es euch? Oh mein Gott, Mann. Dem Seufzer nach zu urteilen ist sie immer noch ziemlich mitgenommen. Iris war gerade hier in Begleitung dieses attraktiven Prinzen in Popona Rüstung. Sehr schön. Redet sie von Edgeworth? Es war nur ein Höflichkeitsbesuch. Ich durfte nicht mit ihr reden. Ach, herrje, was passiert ist? Es ist alles nur meine Schuld. Arme Iris. Sie hat sich Sorgen wegen meines Rückens gemacht. Ist das nicht lieb? Miss Piggy. Daran muss ich die ganze Zeit unbewusst denken. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das halb Inspiration ist. Das finde ich sehr schön, wenn du in meinem Interview einfach gesagt hast, ja, den nehmen wir nach Miss Piggy Design. Was habe ich hier bloß angetan? Du hast nur deine Pflicht getan, Schwester. Du hast wahrheitsgemäß ausgesagt, was du gesehen hast. Das ist keine Schande. Und wir werden dafür sorgen, dass deine Aussage nicht umsonst war. Also das höre ich gerade zum ersten Mal. Der blaue Anzug hier scheint deine Meinung aber nicht zu teilen. Entschuldigung. Starr. Ja, oh ja, sie waren toll, Schwester Bikini. Absolut fantastisch. Ihr seid beide die Einzigen, die das zu mir gesagt haben. Jetzt habe ich mich von diesem Drachen auch noch zum Komplizen machen lassen. Hast du irgendein Problem, Phoenix Wright? Stimmt schon, es war ganz schön tapfer von ihr, so wahrheitsgemäß auszusagen. Aber ich weiß einfach, dass sie noch etwas verheimlicht. Scheint an der Zeit zu sein, ihre psychische Blockade zu brechen. Wir brechen! Okay. Kann man noch was reden? Nee. Dann präsentieren wir. Genau. Auf geht's. Here we go. Bam! Okay. Elise Dunim. Schwester Bikini, die Wahrheit nimmt für mich immer deutlichere Züge. Das ist auch so ein Satz, den man erstmal sagen kann und dann guckt, wo es hinführt. Ich bin sicher, dass Frau Elise Dunim von besonderer Bedeutung für den Tempel war. Und zwar steht ihre Bedeutung im Zusammenhang mit ihrer wahren Identität. Wovon in aller Welt sprichst du da? Sie war... Die mystische Elise war Autorin, eine ganz gewöhnliche Bilderbuchautorin. Ehrlich gesagt, hatte ich gleich nach unserem ersten Treffen so einen Verdacht. Ja, ja. Verdacht? Ja, aber ich hatte keine Beweise, um meine Theorie zu stützen. Aber jetzt habe ich einen. Dieser Beweis belegt Frau Dunims wahre Identität. Und das wird der hier, der Meister-Talisman sein. Ja. Nun ja. Frau Dunim trug diesen Anhänger immer bei sich. Ist das so?
Warte mal. Ist das so? Prüfen. Ja, gut. Das sieht man halt nicht. Ach, unter der Kutte. Müssen wir glauben. Ja! Woher hast du? Das ist nicht einfach nur irgendein billiger Glücksbringer. Und? Was glaubst du, ist es dann Phoenix Wright? Was für eine Bedeutung könnte dieser Talisman haben? Das ist also ein Talisman. Interessant. Aber well played. Ups. Ups. Dieses Ding spricht Bände über die Person, die sich hinter Frau Dunim verbarg. Dieser Talisman und noch ein weiterer Gegenstand beweisen Frau Dunims wahre Identität. So, jetzt hat er mich. Was haben wir denn noch? Der Stab des Opfers? Wahrscheinlich eher nicht. Die Kristallkugel, da wüsste ich aber gerade nicht, wie das beweisen kann. Aber es kann ja eigentlich nur das sein. Weißt du denn die Identität? Nee. Naja, also wenn sie... Ja, du solltest es schon wissen, wenn du es beweisen Ja, ich habe doch keine Ahnung, was Felix White hier dingst. Woher? Fragezeichen machen sein. Nee. Warte mal. Also, wenn sie aus Korein, ist es denn... Es kann ja nicht die Mutter sein oder sowas. Von... Aber es muss doch... Also, wenn sie aus Korein kommt, muss es doch eine Fae sein, oder? Eigentlich? Ich frage mich nur gerade, aber es wird doch nicht... Es kann ja nicht die Mutter sein. Weil warum? Ist sie abgehauen? Wie war denn das mit der Mutter? Das kriege ich nicht mehr zusammen, wie das war. Ich dachte, die ist tot. Die hat Maya nur als kleines Kind gekannt. Okay, aber das... Ah, okay. Das heißt, das könnte jetzt durchaus die Mutter sein. Ich weiß gerade nur nicht, wie getragen von mir, als er noch lebte. Ihr Fingerabdrücke wurden noch gefunden. Ja, okay. Starb das Opfer. Also... Kristallkugel. Fällt mir gerade wenig zu ein. Misty Fay. Achso, warte mal. Aber da ist nichts. Da ist das Maratama. Da ist jetzt nichts, was uns gerade helfen würde, glaube ich. Was braucht man noch, um zu beweisen? Puh, das wird es nicht sein. Aber ich meine, da ist ja auch eine Connection, ne? Bei der Statue. Aber die gibt es nicht als... Ne. Also, du warst gerade schon auf dem richtigen Item, Mats. Guck dir nochmal den Talisman an. Ah, da ist das Zeichen von Korain drauf. Ah, da ist, also das Magatama ist da drauf. Ah, verstehe. Das nee, heißt, aber auch nicht nur das Magatama, sondern auch das Drumherum. Den Bubbles und den... Ja, okay, merken wir uns mal. Da ist es da oben drauf. Ah, das ist aber... Da muss man schon gucken. Eventuell, wenn man sich schon denkt, okay, vielleicht... Ich wäre da jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Ja, das ist eventuell auch der Tatsache geschuldet, dass wir immer mit Abstand spielen. Ja, ja, das kann durchaus sein. Misty Fay. Und Misty Fay war die Mutter. Mutter von Maya Fay. So, weil den... Genau, okay, ja gut. Er hat das ja gesagt, als er das zum ersten Mal gesehen hat. In der Lore, von dem, was wir wissen, auch eigentlich die rechtmäßige... Meisterin, ja, die nächste Meisterin sozusagen, ja, von Korain. Ja. Aber war ja dann weg. Okay. Verstehe. Das Bild wird momentan von dem Soßenfleck hier übertüncht. Aber glauben Sie mir, darunter ist der Beweis. Aber diese Schriftrolle zeigt die Meisterin der Korainer Beschwörungstechnik. Das Wappen hier oben ist ein Symbol dieses ehrenwerten Titels. Genau das gleiche Wappen ziert auch den Talisman, den das Opfer bei sich trug. Oho!
Dieses Wappen ist allein der Meisterin von Korain vorbehalten. Woher in aller Welt hast du diesen Unsinn? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du da redest. Die neue Meisterin, Maya Fey, hat es mir erzählt. Was? Du meinst, diese Akolytin ist Misty Face? Tochter, ja. Bist du dir da sicher? Ja. Und da ihre erste Tochter tot ist, ist Maya Misty Face alleinige Nachfolgerin. Okay, jetzt kommst du gerne, ja. Mystische Misty! Oh, gleich, was? Okay, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Mhm. Alles eins. Nice. Ein großes Geheimnis. Nice. Und auch eine ziemliche Tragödie. Ich habe ein Erfolgserlebnis, aber auch Tragödie, ja klar. So, und jetzt auch, das wusste ich vorher auch nicht. Das habe ich auch erst im Nachhinein gelernt. Elise Dunim ist wahrscheinlich eine Anspielung auf das Wort Pseudonym. Pseudonym. Ja. Elise Dunim. Okay. Ja. Okay. Wow. Müsste sich das ja hier. Nee, ist noch nicht. Nee, wir müssen erstmal drüber reden. Pseudonym. Pseudonym. Also Donym. Aber beziehungsweise, ich glaube, im Englischen würde man das P eh nicht richtig mitsprechen. Also, es ist ja ein Pseudonym. Elise Dunim. Es ist zumindest ähnlich. Ja, ähnlich, ähnlich würde ich. Also, es springt einem jetzt nicht direkt ins Auge. Nee, würde ich sagen. Nee, also mir ist es auch. Als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe, war mir das nicht bewusst. Das ist komplett. Die mystische Elise hat uns vor etwa einer Woche mit ihrer Anwesenheit beehrt. Als sie mir den Talisman mit dem Symbol zeigte, Gott, ich fiel fast in Ohnmacht. Seit 17 Jahren wurde sie nicht mehr gesehen, so lange ist sie schon verschwunden. Was hat dieser Talisman für eine Bedeutung, Schwester? Der Korainer Talisman, das ist das Zeichen der Meisterin von Korain. Die Trägerin muss ihn bis zu ihrem Tode bei sich tragen. Bis zu ihrem Tode. Elise Dunim war also wirklich Mayas Mutter. Sie war Misty Fey, die Meisterin der Korainer Beschwörungstechnik. Endlich kommt die Wahrheit ans Licht. Jetzt nehmen wir Fahrt auf. So. Sag mal, Schwester. Nach 17 Jahren, warum zeigt sie sich da ausgerechnet jetzt? Weil etwas passiert ist, das sie aus ihrem Versteck rief. Was ist passiert? Tja. Oh. Was geht hier vor sich? Das kann doch nicht wahr sein. Ein Erdbeben! Oh, der arme Edgeworth. Ach du meine Güte, der innere Tempel! War also ein Beben, könnte er! Der innere Tempel! Das heilige Gewölbe hinter dem Trainingsraum, es ist schwer als Schutzgefährdet. Ja, warum? Ach, naja, macht ihr mal. Was? Maya! Es scheint aufgehört zu haben. Können hier nicht einfach rumstehen und nichts tun, wir müssen los! Was? Wohin? Zum inneren Tempel natürlich, wohin sonst? Schwester Bikini, wir machen hier später weiter, okay? Natürlich, lauf dir schon mal vor. Jemand könnte verletzt worden sein. Ich muss ein paar Sachen zur ersten Hilfe vorbereiten. Die Blutegel. Jetzt komm schon, Phoenix Wright. Solange du mit mir unterwegs bist, wird dir auch niemand den Zutritt verwehren. Danke. Mann, hatte ich gerade Fracksausen. Schön. Das war ein verdammtes Erdbeben. Ich hoffe, es geht ihm gut. Oh. Man macht sich auch Sorgen. Oh, alle machen sich Sorgen. Du siehst besorgt aus. Machst du dir Sorgen um Miles Edgeworth? Komm, wir müssen los. Na gut, auf geht da. Wir müssen schnell zum inneren Tempel und... Right! Was machst du denn hier? Ich bin gerade bei dich zu retten. Ja. Wie konnte ich nur... Wie kannst du erwarten, dass wir das verstehen, wenn du nicht erzählst? Peitscht? Achso, die Peitsche, die nächste Satz. Krieg ich jetzt eins mit der Peitsche? Sie ist weg.
Nein. Die Angeklagte Iris, sie ist weg. Wohin ist sie? Sie ist geflohen, sie ist entkommen. Was? Das war ein sehr guter Take. Ja. Was? Was? Also, gerade eben, während das... Edgars einzige Schwäche ist nicht zu übersehen. Die einzige Schwäche ist Erdbebenangst. Seine Angst vor Erdbeben. Ich hätte nicht alleine mit der Angeklagten losziehen sollen. In dem Moment, als die Erde zu beben anfing, wurde mir schwarz vor Augen und ich fiel dummerweise in Ohnmacht. Dieser Vorfall, der verfolgt dich heute noch, nicht wahr? Es ist keine Entschuldigung dafür, die Verdächtige entkommen zu lassen. Wie konnte ich das bloß zulassen? Right, der innere Tempel ist eine Sackgasse. Sie kann also nur in diese Richtung sein. Wir haben sie nicht gesehen. Dann müssen wir sofort eine Großfahndung ausrufen und den Adlerberg intensivst absuchen. Jetzt sieht man im Hintergrund, wie jemand mit dem Schneemobil wegfährt. Warte, Edgeworth, hast du den inneren Tempel auch sorgfältig durchsucht? Sei nicht albern, warum sollte ich? Der innere Tempel gleicht einer Insel. Falls wir das noch nicht... Da führt kein Weg raus, außer über die... Nein, das meine ich nicht. Iris ist nicht der Typ, um einfach wegzulaufen, Edgeworth. Wovon redest du? Schwester Bikini erwähnte da etwas während unserer Unterhaltung. Sie sagte, das heilige Gewölbe könne durch das Beben zum Einsturz gebracht worden sein. Du denkst also, Iris sei zum inneren Tempel gegangen, um nachzusehen? Hör zu, Edgeworth. Sie ist sicher im inneren Tempel. Wir brauchen keine Großfahndung. Right. Verschwenden wir keine Zeit. Wir müssen sofort zum heiligen Gewölbe des Trainingsraums. In Ordnung, gehen wir. Bam. So, an dieser Stelle ist allerdings die Folge vorbei. Oh no, Tom! Wir brauchen mal wieder einen klassischen Cliffhanger. Zumindest für euch. Geht es erst in der nächsten Folge weiter, wenn wir im inneren Tempel im Trainingsraum ankommen und mal schauen, was da ist nach dem Erdbeben. Mit Iris und mit Maya. Und der Bratensoße. Aber ja, wir haben jetzt die Erkenntnis, dass Elise Dunim Misty Favor, Mayas Mama. Ja. Sie war weg und dann war sie wieder da, dann ist sie tot. Ja, aber überleg mal, wie fucked up das ist. Wir müssen das ja nicht erzählen. Wir müssen das ja nicht niemandem sagen. Na toll. Wenn Maya fragt, sagen wir, nee, das war der Kinderbuchautorin. Ignorance is bliss. Ja, das erzählen wir dir ja später mal. Mhm. Und dann droppen wir das irgendwann. Mhm. Beim Geburtstag oder kurz zum Kino. Ja, schön. Gute Idee. Irgendwie so. Oder wir dröseln so langsam die Wahrheit. Daran müssen wir noch arbeiten. Wir legen hier so Puzzleteile hin. Wie gesagt, da müssen wir noch dran arbeiten, an der Art und Weise, wie wir das machen wollen. Aber beim nächsten Mal geht es erstmal im inneren Tempel weiter. Patreon.com/schuckzeddy.de/schuck, twitch.tv/superkreuzburg könnt ihr gerne besuchen, falls ihr uns unterstützen möchtet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und sorry. Was? Wieso?